Jo, hi, willkommen, mein Name ist der NeuroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir das Training mit Cell abgeschlossen und sind Mr. Satans Schüler geworden. Yay! Ich meine, natürlich. Yay! Gut, dann machen wir weiter in der Story, was auch immer jetzt passieren wird als nächstes. Ja. Noch eine Verzögerung. Mira und Tora sind gefährlich. Ich wollte nach den Schriftrollen sehen. Was willst du tun? Ja. Verstehe, dann kehren wir zur Zeitkammer zurück. Ja, was willst du jetzt machen? Ja. Yeah. Wait. My son, my planet or me? Yes. Okay, was geht denn jetzt ab? Ja, 774, wir sind in der Buu-Saga. これがスーパーサイヤ人3。怖い顔になったって。ちっとも怖くないぞ。Sieht doch alles normal aus. Sein Blick. どうなってるんだ。こんなバカなことが起きるなんて。間違いない。あの二人が歴史の改変を引き起こしています。Langsam sollte es ja schon offensichtlich sein. Die roten Augen, die dunkle Aura. 俺は先日の歴史の改変の影響でうまく力が使えません。すみません。あなただけが頼りです。トアにとって魔人ブーは兄ダーブラの仇。もしかしたら、ブーの方を狙ってくるかもしれませんね。悟空さんたちと魔人ブー、どちらが欠けても、歴史の流れが変わってしまいます。奴らが、悟空さんたちやブーに接触する前に、何としても、阻止してください。macht eigentlich alles gar keinen Sinn. Die haben doch jetzt schon die Geschichte verändert. Das heißt, das wird so oder so passieren. Wir tun jetzt eigentlich nur eine vollkommen andere Geschichte hier ändern. Das hat doch gar keinen Einfluss auf die aktuelle Story. Das haben wir doch in Dragon Ball Z schon gelernt. Nexa. Die ist so hübsch, ne? Miras volle Kraft. Besiege Mira. Warum steht immer da oben mit zwei E's? Das hat mich schon bei meinen Videos verwirrt. Habe ich den Namen falsch geschrieben oder was? Weil oben steht Mira mit zwei E und bei Siegbedingung steht mit einem E. Das verwirrt mich so. Ja, komm du mal her. Leck mich, kannst du eigentlich noch mehr abheben? Warum hat der immer so viel AP? Was ist das? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, was die sagen, aber ich glaube, es war halbwegs wichtig und interessant. Komm mal her. Wie du trittst mich hier. Da lässt er sich die ganze Zeit von so was treffen. Aha. Ja, ich bin Level 50 und ich habe nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie stärker bin.
Steht ihr? Level bringen gar nichts. Oh, der macht genau gleich wie Frieza. Ich greife ihn an und ihm ist es vollkommen egal. Da, habt ihr das gesehen? Das ist hart. Mal, geht mal weg. Ah, super, mir fehlen sogar Kapseln jetzt. Ich krieg die Krise. Ja, geil. Das war von Omega Shenlong, die Attacke. Ja, ist halt nochmal Negativball, die Attacke. Was sagst du zu meinem neuen Kamehameha, ne? Ist ein Kleinformat. Oder ein Großformat. Ja, der kommt immer näher, wenn ich da einsetze. Aber knapp. Nein, ich wollte mit Dynamit. Na super, hat ja gar nichts abgezogen. Ja, gut. Ich will mal einen Dialog zwischen den beiden nochmal anhören. Oh, da ist er weg. Ja, das war's dann mit Mira. Als ob. So, zurück zum Zeitnis natürlich. Ein paar neue Heilgegenstände, hab ich das Gefühl. Oder meine Dinger hier ein bisschen besser, weiß ich nicht, verbrauchen. Anpassen. Kampfobjekte, ja. Ja, ich habe ganz viele Sachen übrigens hier synthetisiert. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ja, mal groß. Ja. Voll einheitlich hier gelevelt. Ja. Du machst, du hast Mira besiegt. Sobald die Verzerrung der Geschichte behoben ist, sind wir fertig. Fast da. Willst du fortfahren? Ja. Als ob der jetzt schon tot ist, ganz ehrlich. Glaubst du aber wohl selber nicht. Und war denn jemals irgendwie was einfach? Ja, etwa die Mosette-Geschichte oder allgemein in Anime. さすがにそいつはちょっとずるいんじゃねえか。変だ。ちょっときついけど、やるしかねえか。あら。Thank you。助かったぞ。Kein Ding. Sind ja schon auch schon Freunde hier. Buh, Majin Buh. Ich muss Son Goku nicht beschützen, gut.
Der Kampf wird schwer. Ja, ich bin Super Saiyan 2, das ist fast genauso gut. Wer ich? Wie ich sehe lustig aus. Hast du dich mal gesehen, Sangoku, mit deinen wellenden, langen, blonden Haaren? Was hat Sangoku gesagt? Ich bin stark. Jawohl. Was? Du Pisser. Ja, ich kann ja nicht abwehren. Da musst ihr euch mal gehen. Ich war so lange am Trainieren, ne? Meine Level scheint gar nichts zu bringen. Das ist doch einfach nicht zu fassen. Ich will mal sagen, wie du einen Bohnen aus dem Himmel rausholen kannst. Wow, Sangoku hat einen platt gemacht. Der ist schneller als ich. Was war das? Interessiert mich mal jetzt. Level 37, leck mich. Das heißt, Sangoku ist auch Level 37 und der macht hier locker einen von dem platt. Oh Gott. Die liegen also einfach in der Luft. Wahrscheinlich tut Sangoku auch die ganze Zeit sein Ding spam. Sein Ultimate Angriff. Dann machen wir mal ganz schneller. Leck mich doch ab. Da will ich auch machen. Ich frage mich, ob ich auch zum Dreifachen Super Saiyan werden kann. Ich glaube ja eher nicht. Weil da müssen ja irgendwie vollkommen neue Haare hinzugefügt werden, ne? Mein Super Saiyan und zweifacher Super Saiyan sieht bei mir ja genauso aus. Nur halt golden. Ein doppeltes Mega Kamehameha. Oder wenn ich noch mehr gehabt hätte, ne? Den Angriff mit mich Piccolo. Was? Was? Hilfe! Oh mein Gott! Was ist das? Verpisst euch! Verpisst euch! Das ist so broken. Ich kann mir vorstellen, wie er online so ausgenutzt wird. Von allen Spielern. Ernsthaft? Ich kämpfe euch auf normale Weise gegen die. Mach mich fertig. Ich habe doch gar keinen Überblick hier. Also ich greife dann einen an und die anderen 10.000 greifen mich von was weiß ich wo nicht an. Kann ich euch schaffen so. Da muss ich nicht gegen kämpfen. Sagt mir nicht, ich muss alle erledigen. Ich glaube, ich soll weniger werden, oder?
Ich hoffe, er will jetzt nicht so einen Trend in der Majin Buu Saga, dass ich gegen mehrere von denen kämpfen muss. Sonst wird das nervig. Ja, genau, meine ich. Man treibt es ein bisschen mehr mit der Schwierigkeit, habe ich so das Gefühl. Da werden nicht weniger. Wir haben ein Problem. Muss ich ja irgendwie weg oder was? Ja, wenn ihr 10.000 Leute hier auf mich zukommt, ne? Dann bitteschön. Dann kämpft doch nicht fair. Mein Gott. Ich kann mich da wohl auf den Arm nehmen, ey. Ja klar, ich kämpfe gegen 10 Stück, warum denn auch nicht? So, machen wir so gut wie gar keinen Schaden. Die setzen auch keine Superangriffe ein, kann das sein? Sieg, ne? Was zum Teufel? Wenn das jetzt überhaupt weniger? Was ist das? Und den hier. Das wäre nicht weniger, oder? So, was denn jetzt? お前より強いやつが現れる。と戦うと面白いぞ。だから、それまで地球を破壊するのはよすんだ。俺より強い？そんなやついるわけないもんね。いるんだもんね。息子！じゃあ連れてこい。殺してやる。だから、捕まってくれ。そしたら必ず現れる。約束だ。 Dann verpiss dich jetzt, danke. Oh Gott. Soll ich nochmal, was hier abgeht? Ach. Umaito tatakau no mo omoshiroi. Sono tsuyoi yatsu ga kuru made. Umai ore no aite o shiro. Ich so einfach. Nö. Nope. Ich muss kein mein Planet braucht nicht. Das war so geil jetzt. Otsukaresama deshita. ということは、やっぱり魔人の紋章ということは、やっぱり魔人？何者ですか、そいつは。以前も話したでしょう。昔、時の巣を占拠して時空を支配しようとした悪人がいたって、そいつが。やっぱりあなただったのね、魔人ドミグラ。 面倒な連中を片付けてくれて。そうした、フォーグレットしてね、ファマルト。その礼に楽に死なせてやろうと思ったが、プレゼントを受け取ってもらえず、残念だ。あの時手助けしたのは、ミラと相打ちにさせるつもりだったのね。あなたらしい、卑怯な作戦だわ。時々を渡せ、時の海王子。お前のその座は、
私にこそふさわしい。あなたは時の狭間に閉じ込められているのがお似合いよ。いつの間にあそこから出てきたのかしら。幻？ふん、直接会えるのももうすぐだ。楽しみに待っているんだな。Okay, tschüss. Ja. 魔術で自分の姿を映していたのね。本体はまだ時の狭間にいるんだわ。時の狭間というのは？時間の流れから外れた閉じた空間よ。ドミグラは少しずつ歴史を歪ませ、出口を作っていたのね。Na gut. Als ob wir jetzt nicht schon genug Probleme hätten, ne? So, geht's jetzt noch mit der Buu-Saga weiter? Story-technisch hört sich das ja jetzt nicht so an, aber irgendwas muss ja noch weiter passieren. Ja. Dämonengott Demigra. Das andere, die Geschichte verändert. Ich spüre ein verdächtiges Key bei der Zeitkammer. Sehen wir nach. Gehen wir sofort. Wie steht er denn in Verbindung mit den beiden? Er wollte Mira erledigen, oder? Also. Ja, aber natürlich. Domigra ga Lekishi no Kaihen o hiki okoshitan da wa. Lekishi o okiku yugamasete, toki no hazama ni ana o akeru tsumori ne. Hayaku nantoka shinai to. Aber natürlich. Und mit wir meinst du mich? Ich weiß es doch. 774. Das ist nicht gut. Naja, die müsste so oder so ja kaputt gehen. Aber trotzdem. Die Hazama ni tojikomerare ta mama. Koko made kyouryoku na majutsu ga tsukaeru you ni natte iru nante. Tashika ni. Kono jidai ni chikyu wa ichido kesarete shimaimasu. Demo, Goku-san tachi wa shunkan idou de tasukaru hazu nano ni. Domigra mo 早く時の狭間から抜け出そうと急いでるのかしらね。なんとかしないと。でもその前にもう一つあったでしょ。歴史の回、ええ、ドミグラがピッコロさんを操ってましたね。時の海王神様、どうすればピッコロさんを正気に戻せるんですか。そうね、洗脳の魔術を打ち破るには魂のこもった熱い つまり。Mein Gott, ich tue immer wegdrücken aus Versehen. Verdammt. 思いっきりぶん殴ればいいの。本当ですよね。神様は嘘つかない。ドミグラが何をしてくるか正直予測できません。大変でしょうがお願い。Warum tue ich da immer so früh weg? Verdammter Dreck. Okay, hoffentlich dauert der jetzt nicht länger als 5 Minuten. Ja, schon 25 Minuten, hallo?
Oh, ich muss die beiden beschützen, oder? Piccolo unter Hypnose. Besiege Piccolo, besiege Demigra, was? Oh, leck mich. Boah, so wenig aus. Piccolo, komm zu dir. Kennst du nicht diese Technik hier? Uff, die hast du mir beigebracht. Übrigens, Son Goten und Trunks kommen auch mal vor in dem Spiel. Sehr gut. Ob die jetzt so Gotenks fusionieren? Nein, nein. Warum trifft er mich jedes Mal damit? Ich bin ausgewichen. Also erstmal hau ich dich kaputt hier. Was? Au, nein. Glaubst du aber auch noch? Wuff! Trunks müsste ja, Piccolo müsste ja eigentlich noch stärker sein als Trunks und Son Goten, ne? Ich meine, er war stärker als. Er müsste eigentlich noch stärker als Perfect Cell sein zu der Zeit. Ich meine, zu der Cyborg-Saga war er der stärkste. Also müsste er ungefähr so ein bisschen schwächer als Perfect Cell gewesen sein beim Cell-Spielen. Aber ja, Piccolo hat's noch drauf. Leider hat er nicht mehr so oft gekämpft. Du meinst ich? Auf deine Arbeit hier mit meiner gleichzustellen, verdammt. Du gibst mir hier ein paar Tipps und redest einfach nur so. Okay, damit Bu hast du geregelt. Da gebe ich dir mal Credit für. Ja, du mal hier das aufgehalten hast. Aber sonst muss ich doch meine ganzen Mist machen. Okay, das war's. Das war ja noch relativ kurz. Ich wollte nicht gern meinen eigenen Meister erledigen. Ich glaube, er war nicht so begeistert, Mr. Satan. Na gut. Dann. War's da perfekt so von der Partlänge? Finde ich jetzt. Ja, du bist auch immer hier. Trunks, hast du das neue Produkt mitgebracht? Oh, du bist es. Ich habe Trunks um etwas gebeten, aber er hat es noch nicht mitgebracht. Ich will nicht lange warten, ich werde alt. Kannst du ihn auch bitten? Find sie voll schnucklig. Ja. Und so, Demigra greift jetzt direkt an. Möchtest du auf eine weitere Zeitpatrouille gehen? Nein. Find sie voll putzig. Na gut, würde ich sagen, ich bin bald hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Dragon Xeno. Oh, da ist der Vogel. Sehe ich zum ersten Mal. Ich kann mal wirklich, kann dieses Piep nicht leiden. In Dragon Ball Xenoverse. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.